Einen wunderschönen guten Tag. Heute ist Samstag, ich habe euch gestern versprochen, ich bin wieder da heute und erzähle euch von einem unserer neuen Projekte für September 21. Und das mache ich heute. Also heute keine Musik, kleine Vorwarnung. Morgen sind wir wieder da mit schöner Musik, sogar ein kleines Stück von Edward Elgar. Very British. Anyway, zurück zu unserem Projekt. Vor 2 Jahren... Viele von euch werden das noch wissen. Vor 2 Jahren haben wir eine CD aufgenommen. Ich war hier in der Orgel in Herschbach, in meiner Kirche, und ich war auch an der Orgel, die große Nelson-Orgel in Gattenbach. Und dann haben wir eine CD aufgenommen, 13 wunderschöne, jazzige und ein paar leicht klassische Stücke von mir improvisiert oder komponiert. Und dazu gab es natürlich auch Notenhefte, zum Beispiel hier Piping Hot Boogie Woogie, mit den transkribierten Tönen oder Noten, sorry, von den Stücken. Und die konnte man natürlich erwerben und alles ist schön gelaufen. Es war ein sehr schönes Projekt und wir haben jede Menge Spaß dabei gehabt. Wir haben auch jede Menge gelernt, weil, naja, wie immer in solchen Sachen waren ein paar Verzögerungen dabei, aber wir haben daraus gelernt und jetzt wollen wir das wiederholen. Jetzt wollen wir eine neue CD aufnehmen, natürlich auch wieder zusammen mit Notenheften von den komponierten Stücken. Aber dieses Mal machen wir es etwas anders. Ihr seid dieses Mal viel näher dabei. Was heißt das? Ja, 10 Leute von euch dürfen die Stücke selber auswählen. Nicht ganz. Das heißt nicht, okay, ich will die Präludium und Fuge von Bach in H-Moll hören. Das nicht. Das werden Kompositionen von mir wieder. Aber ihr dürft sagen, was ihr hören wollt. 10 von euch zumindest. Ihr dürft die Werke kommissionieren. Heißt das kommissionieren auf Deutsch? Ist das richtig? Sagt Bescheid unten, wenn das nicht richtig war. Naja. Wie gesagt, 10 von euch dürfen das jetzt bestimmen, was gespielt wird. Das heißt, vielleicht willst du eine große Toccata hören an einer französischen Kathedralorgel. Vielleicht wollt ihr eine schöne, ruhige Passacaglia hören in H-Moll an einer romantischen Orgel aus Polen. Vielleicht wollt ihr ein Boogie Woogie an einer Konzertorgel in Italien hören. Vielleicht wollt ihr eine dreckige Blues und so weiter und so fort. Ja? Also ihr, beziehungsweise 10 von euch, dürft entscheiden, bestimmen, was komponiert und gespielt wird und aufgenommen wird natürlich. Das ist die Idee dieses Mal. Und um das Ganze wieder schnell zu finanzieren, weil sowas irre viel Geld kostet, wir haben uns letztes Mal maßlos unterschätzt, was das alles kosten würde, aber diesmal machen wir es etwas anders und wir haben es jetzt schon alles in festen Angeboten fest, das ist ganz wichtig. Genau, wir machen das wieder mit einem Crowdfunding-Plattform, also wieder Startnext, das ist hier in Deutschland. Und es hat letztes Mal perfekt geklappt und wir dachten, wir machen das jetzt wieder diesmal. Aber wie gesagt, wir haben aus unseren Fehlern gelernt und dieses Mal wird es deutlich schneller und deutlich effizienter. Also, was passiert? Wir müssen natürlich CDs aufnehmen, pressen, also aufnehmen, mischen, mastern und dann pressen. Das ist klar. Wir müssen die Notenhefte, sagen wir, bearbeiten und verlegen. Alles schon fest, wie wir das machen. Und natürlich, dann gibt es die Hidden Costs, die versteckten Kosten wie GEMA-Gebühren und so. Das hat uns letztes Mal richtig überrascht. Also das waren tatsächlich überwiegend Kompositionen von mir, aber trotzdem pro CD habe ich über 2 Euro bezahlt, nur GEMA-Gebühren. Jetzt denkt ihr natürlich, ja okay, du warst aber der Komponist, du kriegst das Geld wieder. Mm-mm. Leider nicht. Also wir haben letztes Mal 1500 CDs gepresst und ich habe weit über 3000 Euro nur GEMA-Gebühren bezahlt für meine eigene Komposition. Natürlich mit den Gedanken, ach ja, das kriege ich dann zum großen Teil zurück, weil ich Komponist war. Ich habe seitdem knapp 400 Euro von der GEMA wiederbekommen. Also nichts.
Also, ob das System fair ist oder nicht, das kann man natürlich darüber streiten, aber es ist leider nötig. Man kommt nicht drum herum. Ohne eine GEMA-Freigabe darf man in Deutschland keine CDs pressen. Das ist illegal und ist leider so. So, das müssen wir machen. Aber wie gesagt, dieses Mal wissen wir Bescheid und wir haben das alles eingeplant und kalkuliert. So, jetzt geht's weiter. Was bieten wir denn dieses Mal an? Fast das gleiche wie letztes Mal. Ihr könnt eine signierte CD vorbestellen. Das ist die Idee natürlich. Ja. Und die werden natürlich portofrei durch die Welt geschickt. Das ist klar. Ihr könnt wieder CD zusammen mit Notenheft vorbestellen. Das ist limitiert auf 100 exklusive Exemplare. Das ist wichtig, damit es nicht so, damit es so ein bisschen exklusiv bleibt. Das ist der Plan. Und dann natürlich 10 von euch dürfen auch dieses VIP-Paket bestellen, womit wir dann zusammenarbeiten werden und die eigenen Stücke komponiert werden. Das heißt für euch oder für dich in diesem Fall, weil es sind nur 10 Menschen weltweit, die das bestimmen dürfen. Und wir werden natürlich regelmäßig kommunizieren. Zunächst um so eine Art so Stil oder Thema oder Idee von dem Stück da herauszufinden. Dann, nachdem ich ein bisschen angefangen habe, werden wir wieder Kontakt aufnehmen und gucken, ob das dich gefällt und so weiter, dir gefällt und so weiter. Und dann schauen wir weiter. Ja? Also wir werden in engem Kontakt bleiben, damit es eine perfekte Lösung gibt von den Stücken, die ich für euch komponiere. Das wird schön. Ich freue mich schon darüber, mit euch darüber zu kommunizieren. Und natürlich, die Stücke werden euch sowohl in der CD als auch im Heft gewidmet. Das ist ganz klar. Also ihr seid auch namentlich, persönlich, privat dabei. Privat? Na, ihr wisst, was ich meine. Ne? Später wird das Ganze natürlich auch veröffentlicht und ganz normal verkauft, aber das kommt dann später im nächsten Jahr. Und auch nicht nur als CD, ich werde die Aufnahme dieses Mal auch für Streaming-Plattformen freigeben. Das ist letztes Mal irgendwie so ein bisschen unter dem Radar gewesen. Es ist tatsächlich da, aber es wurde nicht extra dafür gemastert. Also das werden wir dieses Mal auch machen. So, jetzt kommen wir natürlich zu den Kosten. Wie machen wir das denn überhaupt? Letztes Mal waren wir an 2 verschiedene Orgeln. Wir hatten ein professionelles Studio dabei, die das für uns aufgenommen haben. Die haben es dann abgemischt und gemastert und das ganze Hintergrundgedöns für mich gemacht, weil ich da gar keine Ahnung habe. Und das ist natürlich sehr gut gelaufen. Naja, wir hatten ein paar Probleme mit den Sachen zwischendurch, aber diesmal fällt das fast weg. Dieses Mal werden wir die Aufnahmen hier zu Hause mit unserer Hauptwerkorgel machen. Das heißt aber nicht, dass es weniger qualitativ ist oder weniger hochqualitativ ist. Natürlich nicht. Also Hauptwerk macht die Aufnahmen, die Audioaufnahmen. Ich schummel nicht mit MIDI, das machen wir auf gar keinen Fall. Das wird alles live gespielt und das wird auch mit Video festgenommen für euch, das ist klar. Die Aufnahmen werden aber trotzdem gemischt und gemastert werden müssen, damit die für CD dann im richtigen Format sind. Das heißt, wir brauchen trotzdem ein Studio dafür. Dieses Mal habe ich ein Mastering-Studio gefunden, hier in Deutschland. Angebot liegt schon vor. Und genau, das ist ein Teil davon, was etwas weniger kostet als letztes Mal. Aber da kommen die GEMA-Gebühren dazu. Wir wissen, wie viel das dieses Mal wird und kriegen wir keine böse Überraschung. Also das negiert die anderen Studiokosten von letztes Mal. Naja, die CDs müssen dann natürlich gepresst werden. Die Booklets dafür, die kleinen Hefte und Fotos und so weiter, das muss auch alles produziert werden. Das gehört dazu in den Kosten. Und dann die Notenhefte selber. Klar, ich arbeite mit einer Notationssoftware und werde die Sachen so schreiben, aber nichtsdestotrotz, das muss alles dann bearbeitet und ja, verlegt werden. Und das kann ich natürlich auch selber nicht. Das wird auch professionell für uns gemacht. Und so weiter und so fort. Also, ein paar Kosten kommen auf jeden Fall zusammen und deswegen machen wir das wieder mit einem Crowdfunding-Projekt. Also, guck mal nach unten in der Beschreibung, da findet ihr Links. Es gibt eine englische und eine deutsche Link zu der Startnext-Seite. Dieses Mal haben wir das getrennt, einmal auf englische Sprache, einmal auf deutsche Sprache. Und da gibt es natürlich ein kleines Video dazu, wo ich quasi das Gleiche wie jetzt erzähle, nur in komprimierter Form, was wir vorhaben und wie das alles aussieht.
Ja, und dann freue ich mich auf eure Unterstützung. Und wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Vorbestellung für ein fertiges Produkt. Ne? Also es ist also die Kosten, die dabei entstehen oder das Geld, was wir dafür sammeln, das geht 1:1 in die Produktion, genau wie letztes Mal. Obwohl, letztes Mal mussten wir drauflegen, aber egal. Das ist so. Das machen wir nicht, um einfach schnell an irgendwelche Gelder zusammenzukommen. Das machen wir, damit wir wieder was Schönes mit der Orgel produzieren können, um die Orgelwelt weltweit zu promoten, wie man so heute auf Neudeutsch schön sagen kann. Das ist natürlich Ziel und Zweck von meinem Kanal generell. Wir wollen die Orgelwelt zeigen, präsentieren und einfach so beliebter machen. Das kriegen wir dann hin. So, das war's. Jede Menge gelabert und wie gesagt, leider kein Stück Musik heute. Dafür gibt es morgen was Britisches von Elgar. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wie gesagt, September wird voll. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Puh, harte Arbeit. Das war's. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich freue mich auf eure Unterstützung für unser Projekt. Und ich freue mich, das Projekt dann bald zu starten. Wird schön. Bis dann. Tschüss, tschüss.